Ja, und ist der Körper erstmal für die warme Jahreszeit bereit gemacht, dann können sie kommen. Die Frühlingsgefühle. So mancher sucht dabei den Partner fürs Leben, ein anderer nur Spaß für eine Nacht. Aber stimmen eigentlich die Vorurteile, dass One-Night-Stands eher Männersache sind? Eine Studie des Psychologischen Instituts hat sich jetzt mal des Themas One-Night-Stands angenommen. Alexa Hoffmann präsentiert uns die Ergebnisse. Matratzen-Tango tanzen, einlochen, die Gefühle einfach mal überschäumen lassen. Auch auf dem Campus geht's gerade im Frühling oft nur um das eine. Aber wie ist das eigentlich mit den Bienchen und Blümchen? Sind Frauen wirklich brüder als Männer und wollen die wirklich nur das eine? Das war das Thema einer Studie vom Psychologischen Institut. Andreas Baranowski hat sie geleitet. Der Schwerpunkt? One-Night-Stands. Ein Forschungsfeld, was mich sehr interessiert, sind Geschlechterunterschiede und die Frage, warum sind Männer und Frauen unterschiedlich oder warum interpretieren wir Unterschiede auch so stark zum Teil, weil wir haben ja auch in anderen Gruppen Unterschiede, die wir gar nicht so interpretieren. Teil 1, die Feldstudie. 14 Lockvögel sind über Campus und Partys gezogen. Über 280 Studenten haben sie angesprochen, alle weiß und heterosexuell. Die Kontrollgruppe wurde nach Kaffee gefragt. Aber die wirklich interessante Frage... Hi, ich mache sowas ja eigentlich nicht oft, aber ich habe dich gerade gesehen und ich fand dich total attraktiv. Würdest du gerne Sex mit mir haben? Wer nicht die Flucht ergriff, wurde von einem Dritten befragt. Egal, ob die Antwort ja oder nein war. Oh, es war gut, oder? Das fand ich auch ein bisschen abgefahren. Ja. Fabienne ja. Hoffmann war eine der Lockvögel in der Studie. Eine ziemliche Überwindung. Sie haben viel gelernt, ne? Am Anfang war es, glaube ich, für uns alle ganz schrecklich, weil man macht es einfach auch so nie. Wobei man da sagen muss, also auf der Partybedingung hat es sich noch ein bisschen natürlicher angefühlt, das hat in den Kontext gepasst, aber auf dem Campus war es im ersten Moment wirklich ganz, ganz komisch. Und dann, aber mit der Zeit ist so ein bisschen, hat man die Hemmschwelle abgebaut. Also es war dann irgendwann Routine fast. Mohammed Öktem hat die Reaktion auch im eigenen Leib erfahren. Als sie halt das Wort Sex mitbekommen haben, waren die dann echt so, ist das dein Ernst gerade? Was ist hier los? Ein kleiner Bruchteil hat halt sehr aggressiv reagiert. Aber meistens war das aber halt auch schon relativ normal. Das war dann einfach, also von einem kleinen Lächeln wurde es dann einfach zu einem neutralen Gesicht und es hieß einfach nein. Das Ergebnis? Alle Frauen bis auf eine haben Nein gesagt. Eine Einladung zum Kaffee fanden sie aber okay. Über 50% der Single-Männer hatten nichts gegen ein Techtelmechtel. Eine Erklärung dafür ist, dass Frauen natürlich in so einer Situation massiven physischen wie auch psychischen Gefahren ausgesetzt sind. Das ist einfach so ganz real. Und dann war unsere Frage, was ist, wenn wir ein sicheres Setting herstellen? Dieses sichere Setting? Ein Laborexperiment. Unter 10 Kandidaten konnten sich die Teilnehmer Partner für ein Date oder ein One-Night-Stand aussuchen. Und siehe da, 97% der Frauen würden sich hier auf Sex mit mindestens einem der Fremden einlassen. Aber die Probandinnen waren alle Single und auf der Suche. Männer haben zu 100% zugesagt. Wir haben schon erwartet, dass es eine Annäherung gibt, aber dass die ja fast gleich sind. 97% der Frauen und 100% der Männer haben gesagt, dass sie mit mindestens einer Frau respektive Mann schlafen wollen oder sich treffen wollen. Das hat mich schon sehr überrascht. Am Ende sind sich Männer und Frauen wohl doch sehr ähnlich. Zumindest bei den Bienchen und den Blümchen.